In der Gemeinschaftspraxis bringt der Treppensturz einer 59-Jährigen Unglaubliches ans Licht. Frührentnerin Renate Dreschler wirkt in letzter Zeit zunehmend verwirrt. Was dahinter steckt, wird vor allem das Leben ihrer Tochter Chiara für immer verändern. Renate, ich bin nach Hause, was soll ich denn jetzt hier, Mann? Beruhig dich mal, ich telefoniere gerade mit Paul. Komm, wir gehen mal hier rein. Mich interessiert der Paul jetzt nicht. Ich will jetzt hier wieder weg. Paul, kannst du bitte mal gucken, wo Lydia ist? Die ist weggelaufen. Ich vermute, dass sie bei Gabi oder Tim ist. Dass du dich ich will hier wieder weg. Ja, was soll ich hier? Mach dir jetzt keine Sorgen. Ich kümmere mich um Lydia. Es ist gar kein Problem. Ich melde Guten Tag, gleich, Entschuldigung, ganz kurz. Gar kein Problem. Paul, schreib mir gerne eine Nachricht, wenigstens, dass ich weiß. Nicht auf! Warte mal bitte, Mama. Nein! Wenn du Lydia gefunden hast, ja, halte mich bitte auf dem Laufenden. Ich will warte mal, Mama trägt total durch. Warte mal ganz kurz. Aber mach dir keine Sorgen, Chiara. Ich melde mich auf jeden Fall. Kümmere mich. Gleich, Mama. Danke, Paul. Ich liebe dich. Bis später. Ich liebe dich auch. Bis gleich. Ciao. Ciao. Entschuldigung, meine Mutter ist die Treppe runtergestürzt. Ja, guten Tag. Hallo, Herr Skopin. Frau Dreschler, ich glaube, dann bringt sie mal gleich in mein Zimmer, ne? Ja, da kümmern wir uns gleich um. Okay. Ich bin heute zusammen mit meiner Mutter in der Gemeinschaftspraxis, weil sie heute die Treppe runtergefallen ist und eine Platzwunde an der Stirn hat. Ich bin von einem Nachbarn informiert worden, dass es einen Streit gab zwischen meiner Mutter und meiner Tochter. Meine Mutter ist wohl meiner Tochter hinterhergerannt und dabei ist sie die Treppe runtergestürzt. Meine Tochter ist seitdem verschwunden und ich habe jetzt meinen Partner Paul gebeten, Lydia zu suchen. Wir sind beim Arzt. Der ist doch kein Arzt. Ja, das höre ich immer mal wieder, aber ich bin doch Arzt. Was wollen Sie denn von mir? Was ist das denn hier? Oh, schön! Mama, Entschuldigung. Mama, schau mich mal an. Oh, guck mal. Das ist schon in Ordnung. Es stellte sich schon sehr schnell raus, dass es sich nicht um diese Verletzung alleine handelt, sondern ihr Verhalten war so auffällig, so albern, so ja, unangepasst, dass man sich auch überlegen konnte, ob dieser Sturz noch mehr bewirkt hat. Ich kümmere mich jetzt mal um die Platzwunde. Frau Drescher, würden Sie einmal in Richtung Liege gehen, auch wenn es schwer fällt? Ich weiß nicht, ob ich das will. Vor einem halben Jahr ist mein Vater verstorben und seitdem ist meine Mutter mit der Situation schon sehr überfordert gewesen. Dann kam dazu, dass sie vor 6 Wochen von einem Auto angefahren wurde. Das war so ein bisschen der Anlass, wo ich gemerkt habe, richtig fit ist sie körperlich nicht mehr geworden, wo wir gesagt haben, wir holen sie jetzt zu uns. Und dann ist uns aufgefallen, dass sie auch mental auffällig ist. Ist verwirrt, vergisst schnell Dinge, kommt wirklich von Trauer schnell in Aggressivität und dann fängt sie an zu lachen. Das macht uns natürlich Angst. Sie hat Glück gehabt, ist eine sehr oberflächliche Wunde. Das geht in ein paar Tagen wieder weg. Ich habe es desinfiziert, gereinigt, das ist okay. Aber die andere Sache macht mir sich schon so ein bisschen Gedanken. Und Sie haben Verdacht, ja? Oder? Ja, genau. Also entweder, dass es mit dem Unfall, das ist eine Gehirnerschütterung oder ein Schlaganfall oder dass Sie das vielleicht mal untersuchen. Liebe Frau Dreschler, würden Sie sich einmal hinlegen, machen Sie das mal, um die Tochter beruhigen zu können, ob es sich in diesem Fall um einen Schlaganfall handelt, habe ich diesen Schnelltest, den Fast-Test auf einen Schlaganfall gemacht. In erster Linie geht es da um Seitendifferenzen. Ist im rechten Arm weniger Kraft als im linken zum Beispiel? Hängt die rechte Gesichtshälfte bei Mimik weiter runter als die linke? Ist das rechte Bein weniger beweglich als das linke? Und das Ganze testet man noch über die Sprache, über das Sprachvermögen. Und das T im Fast-Test steht dafür, dass man sich möglichst beeilen sollte, um möglichst schnell an die Diagnose ranzukommen. Der orientierende Test, ob es sich um einen Schlaganfall handeln könnte, den kann ich natürlich komplett nicht ausschließen, aber da sieht es nicht danach aus. Okay. Aber es ist sicherlich irgendwas, was mit dem Kopf zu tun hat. Ich möchte also ein CT. Ich versuche bei meinem guten Freund, der Radiologe ist, sie relativ schnell unterzubringen. Dankeschön, ja? Das ist ganz lieb. Bereits wenige Stunden später gibt es Neuigkeiten. Und einen weiteren Verdacht, was für das wirre, teils kindische und sogar aggressive Verhalten von Frührentnerin Renate verantwortlich sein könnte. Das CT hat ja ganz gut geklappt, wunderbar. Ich habe auch das gleich auf Tablet gesendet bekommen. Das ist alles in Ordnung. Gott sei Dank. Ne?
Gut, das sind aber die anatomischen Strukturen. Wie das Gehirn funktioniert, ist ja noch eine zweite Geschichte. Ja. Also ich kann hier die Blutung ausschließen, ich kann auch größere Infarktgebiete ausschließen. Also das ist, aber trotzdem haben wir gesehen, dass das Gehirn nicht so besonders funktioniert im Moment. Und ich hatte mir da schon Gedanken gemacht. Wir haben im Moment bei unserer Kollegin, bei der Frau Decker, die Psychologin ist, die offene Sprechstunde. Und da möchte ich Sie ganz gerne unterbringen. Das wäre toll. Ne, es gibt eben noch andere Krankheitsbilder. Ich habe jetzt nicht, dass Sie sich erschrecken, nicht den Verdacht, dass es jetzt sich um Alzheimer handelt. Aber Krankheitsbilder in dieser Richtung muss man natürlich auch in seinem Konzept, in seinen diagnostischen Plan mit einarbeiten. Nein, nein. Aber Sie sprechen da tatsächlich wirklich was an, was... Ja. Ihre Geschwister sind beide an Alzheimer erkrankt, ja, und wir haben natürlich auch diese Gedanken. Gut, dann ist es natürlich besonders belastet. Ja. Diese, ich war schon erfreut, dass bei dem CT nichts Gravierendes rausgekommen war, was ich auch gehofft hatte, und hatte aber dann schon ein bisschen weiter überlegt, wie kommen wir an die Diagnose ran, und hatte dann auch in diesem Fall Frau Decker mit zuziehen wollen. Aber was dann letztlich dabei rauskam, da hatte ich zu keinem Zeitpunkt mit gerechnet. Am wenigsten rechnet jedoch die Patientin selbst damit, was letztlich herauskommen wird. Ausgerechnet der neue Lebensgefährte ihrer Tochter Chiara soll im weiteren Verlauf eine entscheidende Rolle spielen. Hallo Lydia. Oh, Chiara, ey, was ist denn los? Ja, gut, dass du Lydia gefunden hast. Oma, geht's gut? Hallo Lydia, mein Sonnenschein. Schön, dass du da bist. Ja, Lydia ist da. Ich muss dich besuchen, das ist aber schön. Gut. Mädchen ist da. Schön. Lass uns mal kurz bitte reden. Ich will euch kurz erzählen, was passiert ist. Ich war sehr erleichtert, als ich erfahren habe, dass das CT ohne Befund ist. Als dann Dr. Skopin erwähnt hat, dass es sich eventuell um Alzheimer handeln könnte bei meiner Mutter, war ich natürlich beunruhigt, weil das war ein Verdacht, den Paul und ich schon länger hatten und uns aber nicht wirklich getraut haben, auszusprechen. Ich habe Hunger und ich habe Durst. Lass uns das mit dem betreuten Wohnen und so. Ja, ganz in Ruhe. Wann du möchtest, Schatz. Ich bin... Guten Familie Tag. Dreschler? Ja. Sind Sie das? Hallo. Guten Tag, Sabine Decker. Ja, hallo. Frau Dreschler hat jetzt einen Termin bei mir? Genau, meine Mutter. Guck mal. Okay. Hallo, guten Tag, Frau Dreschler. Ich bin Sabine Decker. Guten Tag, wir haben jetzt einen Termin zusammen. Mein Kollege Bernhard hatte mich um einen zeitnahen Termin gebeten für Familie Dreschler, weil Frau Dreschler mit ihrem Verhalten sich inzwischen so weit verändert hat, dass sie andere Menschen gefährdet hat wohl. Und dann natürlich dringend notwendig ist, da schnell eine Diagnose zu stellen. Sie machen sich Sorgen um Ihre Mutter? Genau, sie ist sehr vergesslich in letzter Zeit. Dann eben spricht sie teilweise aus dem Zusammenhang heraus. Es ist so wirklich so, dass sie... plötzlich sehr aggressiv auch wird, wie ich es gar nicht kenne von meiner Mutter. Dann lacht sie wieder stundenlang, was am Anfang auch lustig war. Aber also wir machen uns wirklich Sorgen. Demenzerkrankungen sind Veränderungen des Gehirns, bei denen die Funktionen des Gehirns schlechter werden und nach sogar ausfallen. 60% der Demenzerkrankungen fallen unter den Begriff Alzheimer. Es gibt aber auch andere Formen, bei denen zum Beispiel einfach Teile des Gehirns nicht mehr so durchblutet werden, dass sie ihre volle Funktion leisten können. Okay, und da... war mein ärztlicher Kollege der Meinung, wir machen mal einen Test, ob das vielleicht was mit so einer beginnenden demenziellen Erkrankung, Alzheimer oder so, zu tun haben könnte. Dafür würde ich Sie gerne ein paar Sachen fragen, Frau Dreschler. Ja. Ich werde mit Frau Dreschler verschiedene Tests machen, mit denen man eine beginnende Alzheimer-Erkrankung schon im Frühstadium erkennen kann. Zum Beispiel werde ich Sie eine Uhr malen lassen. Wenn man das Zifferblatt einer Uhr malt und versucht, die Zeiger einzuzeichnen, das ist etwas, was schon im ganz beginnenden Stadium von Alzheimer nicht mehr gut funktioniert. Damit kann man das erkennen. Außerdem gibt es noch andere Tests und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich würde Sie jetzt bitten, mir mal, machen wir das so, ein Uhrblatt aufzuzeichnen. Mhm. Wie sieht ein Uhrenzifferblatt aus? Können Sie das malen? Ja, gerne. Mit Salami. Mit Salami. Mit Salami? Eine Uhr mit Salami? Mit Salami. Und dann für Käse, 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 Käse. Okay. Ich glaube, Ihre Mutter hat tatsächlich Hunger. Oh. Wie schön, eine Pizza. Eine Pizzauhr, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Die Ergebnisse, die Frau Dreschler in Tests erzielt hat, passten überhaupt nicht zu meinem ersten Eindruck von ihr. Da musste irgendwie in eine ganz andere Richtung gedacht werden. Das zeigt für mich überhaupt keine Symptome von Demenz.
Überhaupt keine Symptome von Alzheimer. Ich würde gerne das in eine ganz andere Richtung medizinisch überprüfen lassen, wenn Sie damit einverstanden sind. Ja, sehr gerne. Und dazu würde ich gerne noch mal Rücksprache mit meinem Kollegen, dem Dr. Skopin, halten. Psychotherapeutin Sabine Decker ist davon überzeugt zu wissen, wieso Frührentnerin Renate seit Wochen völlig wesensverändert ist. Einen Tag später bringt ein weiterer Besuch in der Gemeinschaftspraxis Klarheit und lässt die Tochter der Patientin an allem zweifeln. Familie Drechler, bitte. Ja. Mama, komm, wir müssen rein. Gib mir mal das Essen jetzt. Ja, doch. Hallo. Hab ich's doch noch geschafft. Ich hab mich beeilt. Lydia, die telefoniert noch schnell mit Willi. Die kommt gleich. Danke schön, dass du da bist. Und das hab ich von Tim noch geholt. Guck mal. Das muss ich mal anschauen. Bitte jetzt nicht hier vor meiner Mama. Bitte lass uns das ein anderes Mal besprechen, okay? Frau Decker hatte eine Idee und hat dann nach Abschluss ihrer Untersuchung mich gebeten, dass ich noch mal bei den Blutuntersuchungen nachhake und noch bestimmte Dinge im Labor nachbestelle. Die Patientin und ihre Angehörigen kamen zu mir, um die Laborergebnisse zu besprechen. Das war für mich schon primär, als ich es gesehen habe, eine ziemliche Überraschung, was dabei rauskam. Kannst du mir die Brownies noch machen? Du hast doch noch, Mama. Ach, weißt du, ich habe noch so ein bisschen Appetit und sonst, da komme ich so besser dran. Wir essen. Und die sind so. Nach dem beim Arzt, dann kannst du weiter essen. Mhm. Wir sind jetzt beim Arzt. Dann müssen wir noch eben ein bisschen zuhören. Also die Blutergebnisse wollen wir noch eben besprechen. Und da ist dabei rausgekommen, ja, der Oma ist high. Was? Ihre Mutter hat Gras zu sich genommen. Ich darf mal bitte an dieser... Also meine Mutter würde nie Drogen nehmen. Nein? Das glaube ich nicht. Ich darf mal dran riechen, ja? Nein. Das kann... Was ist denn das denn jetzt? Wie kommen Sie denn darauf, dass sie Drogen genommen hat? Sie hatte sowohl im Urin wie auch im Blut, was wir ergänzend untersucht haben, Cannabis, also Gras. Aber wie soll also sie denn THC da angekommen sein? Also das ja kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also von den Brownies die letzte Zeit mal mehr. Das ist die Lösung. Mama, woher hast du die Brownies? Hm? Woher hast du denn die Brownies, ja, Mama? Ja, woher habe ich die Brownies? Wer bringt mir die denn immer vorbei, die Brownies? Ja, jetzt Lydia hat sie das zuletzt gebracht. Lydia? Dass die Übermittlung meiner Ergebnisse nicht unbedingt zu Freudentänzen Anlass gibt. Damit habe ich schon gerechnet. Aber was sich dann abspielte, da war ich auch eindeutig in der Zuschauerrolle. Ja, mein Gott, ich meine, es ist ein junges Mädchen. Wieso sagst du mir das ja nicht? Ja, weil ich es ihr versprochen habe. Ist Lydia aber ich meine, noch draußen? Jetzt. Ich gehe jetzt raus, ich kläre das mit Lydia. Oh Mann, oh Mann. Lydia, komm mal bitte hier. Setz dich hin, wir müssen mal miteinander reden. So, setz dich mal bitte hin. Also, Folgendes. Und ich möchte, dass du mir die Wahrheit sagst, ja? Was ist passiert? Ganz ruhig, pass auf. Du kannst mir alles sagen, aber ich möchte, dass du mir die Wahrheit sagst. Lydia. Ja, was? Schau mich an. Hast du schon mal Drogen genommen? Ja, ich habe einmal hab ich eine Zigarette geraucht, aber... Was, eine Zigarette geraucht? Sag mir, was, hast du schon mal Drogen genommen, Lydia? Nur die eine Zigarette. Ich nehme keine Drogen. Was für eine Zigarette? Was, wovon redest du? Die Zigarette von deinem Paul. Wie von Paul? Ja. Lydia, lass den gegeben. Paul da draußen. Was? Nein, er hat sie mir gegeben. Wo soll sie es vor allem herhaben, ne? Ja, das freut mich auch. Aber so, was man ja alles liest heutzutage und sieht. Entschuldigung, nicht ganz unmöglich. Ja. Hallo. Wie ist Lydia? So, Lydia, jetzt sag noch mal, von wem du diese Zigarette bekommen hast mit den Drogen. Natürlich von ihm. Von mir. Doch, du hast sie mir damals angeboten. Weiß Paul, sagt sie die Wahrheit? Jetzt wird's doch gespannt. Mann, ja was? Guck mal, sie kam doch, sie hatte doch den Unfall. Und dann ist sie doch zu uns gekommen und sie hat mir so leid getan, weil sie solche Schmerzen hatte. Sie hat doch nicht mal schlafen können. Und ja, du hast so viel gegen Drogen, aber ab und zu ziehe ich mir einen durch. Wie bitte? Ja, und das hilft ja auch gegen Schmerzen, das liest man ja auch. Und ich habe gedacht, ach guck, Renate, wenn die so ein bisschen... Wenn die so ein bisschen in den Brownies drin hat, dann legen sich auch die Schmerzen und dann... Paul, mal ganz, ruhiger. Ganz stopp. Du willst mir gerade erzählen, du nimmst hinter meinem Rücken Drogen, du gibst meiner Tochter Drogen und meiner Mutter, ohne jemandem irgendwie Bescheid zu sagen. Hallo, ich muss jetzt mal hier unterbrechen. Wir müssen noch ein bisschen zum Medizinischen zurückkommen. Ich habe jetzt ja genug mitgekriegt, aber das ist jetzt ein bisschen privat. Das gehört ja jetzt nicht rein. Ich weiß, um was es geht. Wir müssen ja noch mal ein bisschen erklären. Und ich muss Ihnen erklären, wie es mit den Beschwerden zusammenhängt. Ich dürfte Sie bitten, einmal draußen
zur Entspannung Platz zu nehmen. Das müssen Sie nachher sicherlich privat noch ein wenig besprechen, aber es gehört nicht in diesen Raum. Beim Verständnis für diese Reaktion, die ja letztlich irgendwie gut gemeint ist, muss man aber da ganz besondere Bedingungen erfüllen und die können nur von ärztlicher Seite erfüllt werden in einem Sonderfall, dass man dann ein Medikament mit Cannabis gibt, aber das kann man sicherlich nicht so im privaten Bereich machen. Wenn die Großmutter jetzt die Kekse weglässt, dann wird sich das ganze Krankheitsbild erledigen. Es werden die Symptome verschwinden, da bin ich völlig von überzeugt. Und ich glaube auch sicher, dass man mit einer vernünftigen Schmerztherapie ihr dann auch sinnvoll weiterhelfen kann. Also ich glaube, dass sich das alles dann irgendwann erledigt. Ja. Und Sie klären das nochmal unbedingt mit Schirm, weil das ist natürlich auch bedingt eine Straftat oder eventuell eine Straftat, nicht? Also das sehe ich dem Jungen auch so. Ja. Also das muss noch geklärt werden. Ne? Da Renate ohne ihr Einverständnis unter Drogen gesetzt wurde, muss Paul mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Zudem hat Chiara ihn verlassen. Trotz der Trennung ist die Alleinerziehende überglücklich, dass ihre Mutter inzwischen wieder ganz die Alte ist. Nur widerwillig hat sich die 16-jährige Juliane von ihrer Adoptivmutter Sandra in die Praxis bringen lassen. Trotz starker Blutungen und Unterleibsschmerzen möchte die Jugendliche partout nicht untersucht werden. Denn sie hütet ein großes Geheimnis vor ihrer neuen Familie. Sag mal, Juliane, hast du immer so stark deine Periodenblutung? Ja, immer. Ich habe nur so schlimme Schmerzen heute. Ich brauche ein paar Schmerztabletten und dann ist alles gut. Dann geht das. Ja, ich würde dich eigentlich schon gerne mal untersuchen. Was nein, nee. Ich möchte nein, bitte einfach nur nach Hause und ein paar Schmerztabletten haben. Mama, bitte. Ach, Juliane, bitte überleg dir das doch noch einmal. Nein, ich möchte einfach nur nach Hause. Juliane erzählte ja, dass sie ihre Blutung hatte, aber dass sie so stark blutet, dass sogar die Innenseiten der Oberschenkel blutverschmiert waren, das fiel gleich ins Auge und das war schon massiv. Das wollte ich mir eigentlich mal näher ansehen. Wenn sie jetzt nach Hause geht, sind Sie zu Hause, können Sie auf sie Acht geben? Ich bin zu Hause, ja. Dann schreiben wir jetzt auch was auf. Ich schreibe ihr ein bisschen was Stärkeres auf, dann soll sie mal gucken. Aber gut finde ich es nicht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ne? Ich möchte einfach nur nach Hause. Geben Sie mir bitte einfach. Ich mach das, wir machen das. Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, nur ein Rezept zu verordnen und den Patienten nicht zu untersuchen. Aber ich muss das so akzeptieren erstmal. Aber was dann passierte, das veränderte die ganze Situation. Wenn sich was ändert, dann melden Sie sich. Machen wir es so. Klar. Ja, Juliane? Komm, geht's. Um Gottes Willen. Mensch, Juliane, was ist passiert? Komm, setz dich doch mal hin. Die ist ja ganz wackelig. Setz dich mal hin. Das ist ja mit dem Kreislauf ganz. Juliane, jetzt möchte ich dich aber schon einmal untersuchen. Wir gucken jetzt mal den Blutdruck. Wir messen jetzt mal den Blutdruck. Das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Aber bitte nur, wenn Mama nicht dabei ist. Mama, kannst du bitte rausgehen? Ja. Ich konnte es jetzt nicht so richtig verstehen, dass ich dein Behandlungszimmer verlassen sollte, dass sie die Untersuchung alleine machen wollte mit der Ärztin. Aber ich habe sie jetzt mal so gelassen. Ich möchte sie jetzt zu nichts zwingen. Sie soll ja Vertrauen zu mir aufbauen können. Als Juliane vor einem halben Jahr von Sandra Foscarau und deren Ehemann adoptiert wurde, hat die 16-Jährige dem Paar etwas verschwiegen. Aus Angst, dass ihre neue Familie sie sonst nicht aufgenommen hätte. Nur Adoptivschwester Kim weiß Bescheid. Mensch, wo bist du die ganze Zeit? Ich suche dich. Ich bin hier beim Arzt mit Juliane. Ich verstehe die ganze Situation überhaupt nicht. Ich kann's nicht sagen, ehrlich nicht. Ich hab's Juliane versprochen. Juliane, wir wissen beide, dass das hier keine Periodenblutung ist bei dir. Meine Mutter darf davon nichts wissen. Ich habe ja sowieso Schweigepflicht. Deine Mutter wird da nichts erfahren. Ich würde dir gleich vorne eine Infusion noch anhängen, dass du Flüssigkeit hast. Du hast ja jetzt viel Blut verloren. Ja? Ist das in Ordnung? Mama, nein, ich muss jetzt auflegen. Ciao. Nein, bleib doch dran! Eine Infusion? Ja, die soll ich reinbringen. Warum? Was ist passiert? Das weiß ich auch nicht, sonst müssten Sie einmal mitkommen. Ja, natürlich komme ich mit. Das Ergebnis meiner Untersuchung war schon sehr eindeutig. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie eine 16-Jährige das alleine bewerkstelligen kann. Das ist wirklich unglaublich. Nicht in ihren kühnsten Träumen hätte sich Sandra Foscarau vorstellen können, was die Blutung ihrer erst 16-jährigen Adoptivtochter Juliane wirklich ausgelöst hat. Die dramatische Wahrheit stellt alles auf den Kopf. Was ist mit dir passiert? Es ist so kompliziert. Als ich in das Behandlungszimmer reinkam, lag Juliane
mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Liege. Ich wusste einfach nicht, was los ist. Ich möchte ihr so gerne helfen und ich weiß nicht wie. Mama, ich habe solche Schmerzen. Ich habe gestern ein Kind entbunden. Mit Kim. Bei uns im Garten, im Strebergarten. Und deswegen wart ihr die ganze Nacht auch weg? Ja. Ich habe so Angst, dass du mich zurückbringst. Das würde ich doch niemals tun. Ich will nicht zurück ins Kinder. Nachdem die Patientin doch in einem schlechten Allgemeinzustand mit starker Blutung war, habe ich dann einen Krankenwagen gerufen. Eine Frage, die sich mir auch noch stellte, wo ist denn das Kind? Du bist mein Kind, ich würde dich niemals zurückgeben. Ach, wo ist das Baby jetzt? Kim ist unterwegs zum Babyklappe. Was? Nein. Die beiden Schwestern hatten sich im Internet lange Zeit auf die Geburt vorbereitet, indem sie sich Videos angesehen hatten über den Ablauf einer Geburt. Und so haben sie diese Geburt wirklich durchgestanden und bewerkstelligt. Das ist aber wirklich sehr gefährlich und man sollte immer ein medizinisches Personal in der Nähe haben. Also ein Arzt oder zumindest eine Hebamme wie in den Geburtshäusern. Franziska, hier ist einmal die Schwester von der Patientin. Ach, wie gut. Okay. Gehen Sie einmal durch. Oh, Juliane. Oh, Gott sei Dank. Du hast es nicht weggegeben. Nein, ich konnte es einfach nicht übersehen. Juliane war einfach mit der Situation völlig überfordert. Und da sie ihren Eltern ja auch nichts erzählt hatte, wusste sie gar nicht, was sie dann plötzlich mit dem Neugeborenen machen soll. Ich denke, das war eine totale Kurzschlussreaktion. Und das war nur gut, dass die Schwester es auch nicht übers Herz gebracht hat. Du hast so viel Enttäuschung mitmachen müssen, mit deiner leiblichen Mutter und mit Pflegefamilien auch alles. Aber ich fühle wie eine Mutter für dich. Du bist mein Kind und gemeinsam schaffen wir das auch. Erstmal sieht alles gut aus, also was die Mädchen da geleistet haben, das ist ja Wahnsinn, ne? Eine Ursache für so eine stärkere Nachblutung wie bei meiner Patientin kann sein, dass ein Stück der Plazenta in der Gebärmutter zurückgeblieben ist. Das kann schon mal vorkommen und das kann nur in der Klinik in einer kleinen Operation behoben werden. Und darum ist es wichtig, dass sie jetzt zügig ins Krankenhaus kommt. Nach insgesamt 3 Tagen im Krankenhaus durfte Teenie-Mama Juliane samt Sohnemann nach Hause. Die 16-Jährige hat sich von der Geburt gut erholt und auch ihr Baby ist kerngesund. Schon jetzt ist der kleine Valentin das größte Glück der gesamten Familie.